Thomas Heise, als Filmemacher in der DDR sozialisiert, war einer der wichtigsten deutschen Dokumentarfilmer, auch als Lehrer für andere. Nun ist er gestorben. Er starb am Mittwoch nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 68 Jahren in Berlin. Geboren 1955 in Berlin und in der DDR sozialisiert, gehörte er zu den letzten Generationen der DEFA-Regisseure. Bekannt für seine intensiven, gesellschaftskritischen Dokumentationen, thematisierte er oft die sozialen und politischen Realitäten der DDR und des wiedervereinigten Deutschlands. Zu seinen herausragenden Werken zählen Stau, Jetzt geht's los, 1992, Neustadt, Stau, Der Stand der Dinge, 2000, und Material, 2009. Sein Film Heimat ist ein Raum aus Zeit, 2019, der die Geschichte seiner Familie über vier Generationen hinweg erzählt, wurde vielfach ausgezeichnet und beim Forum der Berlinale uraufgeführt. Neben seiner filmischen Arbeit war er auch im Theater aktiv, insbesondere in Zusammenarbeit mit Heiner Müller. Zudem war er von 2007 bis 2013 Professor für Film an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und ab 2013 an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Möge er in Frieden ruhen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wenn dich dieses Video berührt hat, schreibe bitte einen freundlichen Satz der Anteilnahme als Kommentar unter das Video und like das Video. Wenn du keine weiteren Nachrufe verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Vielen Dank!